Ja. Also ich. Jetzt kannst du springen. Ja, oder auch nicht. Aber warum kann ich nicht fliegen? You know, the truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Das stimmt ja, doch. Nee, das stimmt nicht. Ich kann auch über Nein! Wasser fliegen. Ja, hallo? Steht ich stehe hier. Jetzt springen und mach mir den Hebel auf. Aha! Hallo! Okay. Das macht komische Geräusche. Ich? Das Ding da. Ding dong. Als ob du es nicht erwartet hättest. Du bist die beste Schauspielerin, meine Liebe. Ja. Beste Schauspielerin. So. Hey, hoch. Komm, wie cool der Kletter. Guck dir das mal an. Hier ist ein Mongo. Also hier warte. Ist irgendwas. Die Karten können ja wohl dazu. Vom Ding. Also diese Karten erzählen die richtige Geschichte von den einzelnen Charakteren. Wenn wir sie finden, werden wir sie auch nutzen, denke ich, oder? Ja, da war da aber die vorher auch schon eine Karte? Ja, aber an die sind wir nicht rangekommen. Ach, mhm. Was war das? Ja, willst du es vor? Soll ich vorführen? Das passt so Hillbilly. Also wir können hier so einen Haken runterlaufen lassen. Und wir können hier den Strom nehmen. Aber dann sterben wir leider. Das ist so ein bisschen blöd. Like I said, there's no dying. Und das Ding brauchen wir. Wir machen mal hier die ersten Rätsel relativ schnell, weil die sind eigentlich nur so für zum Erklären, wie die Rätsel hier funktionieren. Ja. Das Ding brauchen wir ziemlich genau hier, um hier an diese Würstchenbude zu kommen. Was brauchen wir denn? Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen den Eimer. Guck mal, der hängt doch da drüben schon die Tropfen auf. Den Eimer? Den Eimer. Für was? Ich weiß aber auch ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Guck mal, wir können doch mit dem Eimer da das Wasser abfangen. Was auch. Und sterben. Okay, I think they're just dying for fun. Das ist natürlich super. Ja, eigentlich, überleg mal, wenn du. Wo ist denn der Mönch schon mal kurz? Wenn du wirklich sterben könntest und du wüsstest, du wirst immer wieder belebt, ohne Schmerzen, ohne alles, würdest du dich umbringen? Ja, natürlich. Ich würde von Klippen springen und was weiß ich alles. Kann ich den benutzen? Nein, ach, wir brauchen den Strom. Genau, wir brauchen den Strom. Weil wir müssen an dieses Hotdog-Würstchen kommen. Ja. Gut, gut. Also ich meine, wir hätten auch andere Möglichkeiten an einem Wüsten zu kommen, aber die wollen wir nicht opfern. Ja, du nicht. Ja, du auch nicht. Aber du kannst dich mal fressen lassen von dem Viech. Warte mal, ich lass mich mal fressen von dem Viech. Okay, jetzt frisst dich. Apparently I'm the only one down here who doesn't want anyone to die. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie an diesen Strom, also wir müssen irgendwie an diesen Eimer kommen. Das haben wir damals aber anders gemacht, weil jeder Charakter hat auch seine eigenen Fähigkeiten und kann deswegen diese Höhle ein bisschen anders lösen. Ich schau mal hier. Ja, okay. So haben wir es gemacht. Genau. Was hätten wir noch. Stimmt, da wollten wir wissen. Da wollten wir wissen, was passiert, wenn wir das Brecheisen oben ablegen, wo wir nicht mehr hinkommen. Nachdem wir die Höhle aufgebrochen haben. Wahrscheinlich geht das nicht. Weil man kann theoretisch, wenn ich mal kurz. Warte mal, bleib mal kurz. Okay. Man kann die irgendwie weg. Genau, man kann die wegschmeißen, die Dinger. Und wir fragen uns, ob man das dann da oben einfach nicht konnte oder. Weil das braucht man wohl zwangläufig dafür. So, jetzt können wir hier natürlich an den. So, ganz vorsichtig, okay? Ganz vorsichtig dran drehen. Das ist von der Zukunftsfrau. Sieh da, die Zukunft. Cool. Das erinnert mich, kennst du Futurama? Ja. Ah, daran erinnert mich. Ja, 2701. Stand da gerade. Eimer. Ja, nimm den mal mit. Ja, du bist der Mönch, du trägst den Eimer auf dem Kopf hier. Außerdem bist du die Frau. Du brauchst jetzt nur so ein Turban. Fick du. Nachher. Viel Spaß. Das wollte niemand wissen. Du wolltest es doch gerade wissen. Nein. Du machst ja nachher mit. Bin scheiß fertig. Da du hast Postkarte, Vorstellungen, du. Ja, wohin willst du jetzt? Achso, den Arsch. Ja, den Eimer da hinten. Ja. Gut. Okay. Gut, jetzt kannst du das Ding rausnehmen. Bleibst du hier? Ja, ich bleib mal hier. So, jetzt bringen wir... Sie will nicht, dass ich sie begleite. Ja, ich bin selber groß. Naja, eigentlich bist du kleiner als ich. Deswegen sitzt du auf dem Stuhl. Du sitzt auch im Stuhl. Aber du sitzt auf dem größeren Stuhl. Auf meinem schönen Stuhl, wo sich hinten die Lehne löst. Hol dir dieses Würstchen. Jo. Cola raus. Also eigentlich Krok. Der neue Krok kommt da raus. Guck mal, da ist ein neuer Grog. Manuel Neuer.
Ja, Hotdog ist auch auf Deutsch. Das Spiel ist komplett wohl auf Deutsch übersetzt. Anscheinend auch an den Grafiken. Was heißt Hotdog auf Englisch? Stimmt. Hotdog. Gibt es Hotdog auf Englisch? Nein. Was doch. Heißt es dann? Nee, was gibt's denn nicht auf Englisch? Irgend so ein komisches Gericht gibt es nicht auf Englisch, warte. Like I said, there's no dying in the cave. Irgend so ein Gericht gab's nicht auf. Was auch so einen englischen Namen hat, aber es gibt's im Englischen gar nicht. Handy gibt es ja im Englischen so auch nicht. Ja. Also doch, Handy gibt es, aber. Okay, warte. Warte mal. Irgendwie kann ich gerade. Meine Tastatur funktioniert nicht. Drück mal vor, Tasten. Okay, bei mir funktioniert es auch nicht. Warte mal. Was ist da jetzt los? Funktioniert hier die Tastatur? Ja, die funktioniert ja. Hier. Hä? Geht's jetzt hier? Nein. Doch jetzt! Nee, du das machst war ich. Das. Warum funktioniert meine Tastatur nicht? Hä? Meine Tastatur funktioniert nicht, Leute! Also ich kann aber auch nicht. Ja, weil ich ins Escape-Menü gehe. Hä? Ah, okay. Das Programm ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Gut. Da wir mit Open Podcast aufnehmen, seht ihr das jetzt natürlich nicht. Okay. Das passiert dann wohl mal. Fangen wir halt nochmal von vorne an. Oh, das wäre so behindert, wenn wir das jetzt müssten. Ja, was sonst? Jetzt wird doch speichern, das Spiel. Haben wir gespeichert? Kann man überhaupt nicht. Ich glaube, das speichert automatisch. Ja. Ich hoffe. Stand da nicht gerade? Start. Fortsetzen? Nein. Oh nein. Okay, ich hoffe, ich denke dran, dann schneide ich das, glaube ich, bis zu der Stelle, wo wir waren vor. Da sind wir wieder. Wir haben das letzte Mal sogar was vergessen, denn wir müssen diesen Kasten hier mitnehmen. Ich war dabei, das zu holen und dann ist abgestürzt. Genau, das Ding ist abgestürzt. Ich glaube, das haben die sogar gehört. Wir haben ja gesagt, dass wir schneiden. Ja. Also wissen sie, dass das Spiel abgestürzt ist. Nur jetzt werden wir das Ding hier mitnehmen und du holst noch die Wurst. Mit der Tusse da. Hol die Wurst. Hol die Wurst. Hol den Wurst. Und wir müssen uns noch entschuldigen, denn hier, also schon mal vorweg entschuldigen, es wird nachher klopfen hier an dem Zimmer. Da wir dieses Spiel sehr wahrscheinlich im Stück aufnehmen müssen, mehr oder weniger, weil unsere beiden Zeiten sehr begrenzt sind und wir deswegen, Achso, du musst nicht kommen. Ja. Kannst du ja schon mal hinschmeißen? Jawohl, jetzt tschüss. Und dann gehe ich mit dem hier hoch. Da unsere beiden Aufnahmezeiten nämlich immer sehr begrenzt sind und wir uns jetzt nicht so oft sehen können, ist es sinnvoll, wenn wir uns schon sehen, dass wir es dann am Stück versuchen aufzunehmen auch. So. Und deswegen wird es hier nachher klopfen, weil wir werden dann noch was essen, weil die Aufnahme sehr lange ist. Das wollte ich einfach sagen. Toll. Super. Ist es wieder runtergefallen? Ja. Gut. So, du musst erst die Glocke läuten. Ich bin doch dabei. Ja, mach doch mal. Ja, ich bin doch. Schnell. Jawohl. Wie gesagt, wir kennen jetzt schon natürlich die ersten. Ah. Warte, ich will mal nicht mehr da kommen. Da steht's auch gut. So. Wie wir beide den gleichen Fehler machen, ne? Ja. Abgestimmt. All abgesprochen hier. Oh, guck mal, das ist der Hilly-Billy. Das ist bestimmt vom Hilly-Billy. Oh. Oh. Hatte der. Was, ist das ein Wurm oder ist das eine Schnecke? Ja, das ist ein Wurm, der angelt. Und der Teddy angelt mit, der hat nur ein Auge. Oh. Boah, unser erster Hund oder unsere erste Hündin, die hat immer bei den Kuscheltieren so die Augen und die Nasen abgebissen. Alter. Ey, jetzt kannst du nicht mehr gucken, jetzt schwimmst du. Schwimmen lieber durch. Warum schwimme ich auf einmal? Wahrscheinlich, weil du reingeklatscht bist. Guck mal, da geht's auch nicht. Oh, sieht das schön aus. Das Spiel ist einfach so wunderschön. Ach, guck mal, das. Oh nein, das geht wieder das mit den Flammengedöns los. Oh nee, es ist der. Oh. Nein, das ist nicht der. Noch nicht. Oder? Kommt der jetzt schon? Ja. Kann der so früh im Spiel? Oh nee, der nervt so hart. Nee, tut er nicht. Hm. Kiste mit Dynamit. Nee. Gut, aber das ist trotzdem nicht das, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das kommt später. Das kommt, glaube ich, nach der ersten Höhle. Meine ich. Okay. Also ich. Man muss doch da oben wegsprengen, oder? Ja. Yeah. Mhm. Aber das ist ja im Spiel immer wieder. Na, das funktioniert so nicht ganz. Ach so, ja, stimmt. Ups. Lauf! Ja. Ach so,
los! Sie hat sich losgelassen. Hat geklappt. Läuft. Ihr seht auch, wir sind zwar nicht aufgestorben, deswegen macht er jetzt die Sprüche vom Anfang nochmal. Ach, guck mal. Genau. Das ist jetzt erstmal das Zeug. Was ist das? Ich weiß es nicht mehr. Schauspielpreis. Nehmen wir den mal mit. Ist das? Wir müssen runden. Genau, unten erst. Ist das ein anderes Souvenir als das letzte Mal? Die Story entwickelt sich je nachdem, welchen Charakter ihr nehmt. Nee. Die Gitarre haben wir woanders gefunden zumindest. Nee. Sicher? Die Gitarre war dabei. Ja, die Gitarre war dabei, aber die haben wir bei dem nächsten Platz gefunden. Haben wir? Ich meine. Weil ich nehme mal den Mönch, den weil der hat noch nichts. Schauspielpreis hatten wir gar nicht. Nee, den hatten wir gar nicht. Das weiß ich. Den hatten wir überhaupt nicht. Ja, das ist cool. Du musst schon... Also, jetzt müssen wir... Ja, darf ich? Ja. Ich wollte nur den Mönch holen, weil der braucht man ja. Der hat da freie Hand noch. Ja. Kann ich die verwenden? Irgendwie... Muss ich hier bleiben, weil ich kann mich teleporten? Ja, warte mal. Hol mal den Mönch durch. Könnt ihr eigentlich ein Kontrollfeld können? Achso, das Kontrollfeld könntest du... Ach, jetzt habe ich die Tusse? Ja. Warum habe ich hier die Tusse? Wollte ich gar nicht. Du kannst mit der Tusse auch durchkommen, weil... Guck mal, ich bin auch... Achso, weil du... Ich dachte, man muss auf beide. Ja, dann hätten wir ja gar nicht... Ja, was ist hier noch? Warte. Nein, da müssen wir hin. Guck, hier haben wir die Gitarre bekommen. Da war dieser Rockstar auf dem... Ja, was ist der jetzt? Dieser Christi-Juwel-Schild, den hatten wir auch nicht. Was war denn da? Ja. Wir hatten... Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht mehr. Die Gitarre hatten wir auf jeden Fall. Ja, die hatten wir auf jeden Fall. Und irgendwie so eine Krone, glaube ich. Die Gitarre kommt vielleicht vom Mönch. Ja, das kann sein. Du musst den Aufzugknopf drücken. Ach so. Bei Mönch, wie gesagt, wissen wir die Rätsel, aber die sind einfach so genial gemacht. Die sind echt gut. Der ist echt auch einer jetzt der Besten. Jetzt sind wir wieder da. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Uhu. Dann müssen dem die Souvenirs bringen hier. Lass mal den Mönch da hinten verrotten, der kommt nachher mit. Ja. Alte Spring. Hochtaktik. Ich finde es so doof, dass es bei den Leitern so lange dauert immer. Ja. Eigentlich gibt es nicht so viel. Deswegen haben wir auch die Kinder nicht genommen, weil da gibt es, glaube ich, relativ viele Auf- und Abgänge. Die sind total nervig. Ja. Weil die sind an sich gut, aber die Map ist ein bisschen die zu Geschichte groß. Die Geschichte von den Kindern ist so krass. Ja, ich die fand ist die so hart. Also, wir wollen jetzt mal hier nichts spoilern, weil wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir mehr machen, dann müsst ihr das natürlich in die Kommentare schreiben und dann... Was macht... Der Mönch ist mitgekommen. Hillbilly. Ja, mein Hillbilly wollte aber nicht mit. Ja, aber gerade so... The third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Oh. Ja. Right. Sorry. So ein Arsch. Danke. Hä? Altes Cave. Haftungsausschluss. Durch Betreten der Höhle, die Höhle, stimmen Sie zu, die Höhle. Alter, nein! Weiter, Daisy, du hast angefangen. Was heißt es? Incorporation. Die Muttergesellschaft. Amalgam. Was? Ein Name, den wir nicht aussprechen. Ja, Aluminium Holdings. Und alle Tochtergesellschaften von die Höhle, ob real oder fiktiv, von der Haftung bei allen körperlichen, emotionalen oder spirituellen Verletzungen, die nach dem Aufenthalt in der Höhle einen Zeitraum von mindestens 1 und maximal 5 Jahren auftreten, auszuschließen. Die Höhle ist zudem nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlust oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Kleidung. Zudem stimmen sie zu, die Höhle für jeden jeglichen Schaden, den sie bei ihrem Besuch anrichten oder auch nicht anrichten, zu entschädigen. Viel Vergnügen bei der Höhlenforschung. Ich finde es auch schön, dass es heißt, Schäden von mindestens einem Jahr. Sie gehen schon davon aus, es kann gar nicht weniger. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Wo bin ich denn dran, Mensch? Oh. Erinnerst du dich an die vorherige Gruppe? Welche? Die davor hier in der Höhle waren. Ja? Nein, nicht an unsere, sondern es gibt doch in der auch in der Story einen, die davor, davon hat doch gerade erzählt. Ich hab gar nicht aufgepasst. Du hast mich gehetzt, dann konnte ich nicht aufpassen. Was für eine vorherige. Ups. Du magst vorhin das Höhlen-Ding ein. Ja, ich war auch dabei. Da sind doch so andere Forscher vorher rein, die sind nie rausgekommen aus der Höhle. Ja. Wollen wir die Tatusse? Ja. Die Schimpfe.
die muss ich nämlich jetzt an das Seil hängen, weil die kann sich ja wieder rüber teleportieren. Ich hätte gern meinen Typen. Einen Fokus, so. Ich finde seine Füße so Hammer. Ja. Ja, jetzt hast du. Ich kann nicht. Die Kiste. Kiste, genau. Das ist so ein Witz. Das ja, das ist echt ein bisschen schwach, aber gut. Macht ja, der Mensch, Mensch, komm. Okay, jetzt. Ich fang dich! Wow. Hab ich gefangen. Toll. Das ist echt super. Okay. War ich satt? Ja, das ist dann müssen wir wieder zu dritt drauf. Den Mönch teilen wir uns. Ja, den Mönch teilen wir uns. Das sind so diese drei Kontrollleuchten da. Ah. Den Mönch teilen wir uns übrigens. Wir versuchen aber links den Hillbilly und die Forscherin so ein bisschen auf uns aufzuteilen. Kann ich. Das kannst du eigentlich. Wie? Ich find's übrigens sehr unverständlich, dass ich Spieler 2 bin hier. Das ist mal wieder so richtig diskriminierend. So soll's sein. Ende. Frauenfeind. Ganz einfach. Oh, du hast doch auch Life is Strange gehört, ne? Gesehen. Gehört? Gesehen. Ja. Es gibt welche, die behaupten, Life is Strange hat Feminismus ohne Ende drin. Was? Wegen der einen Stelle, wo die Tussin eine Knarre hat. Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Da, die zeigt doch dir die Knarre, oder? Sie, ja. Und da sagt sie doch, it should be the man who should be controlled and bla bla. Und eine Frau sollte, wenn schon, eine Waffe haben. Und dann gibt es sie vor und gibt es Diskussionen darüber, dass das feministisch ist und voll scheiße.